So, ihr Lieben, ich grüße euch zum nächsten Unboxing, ne? Genau, das wird jetzt bloß ein Schnelldurchgang, also das wird jetzt definitiv ein Schnelldurchgang, weil das halt halt nur von einer Sorte halt hier ist, halt, ihr wisst schon. So, das sind hier die älteren P1 Dümpel, ne? Also das sind halt Raritäten, das sind definitiv jetzt Raritäten, die wird es so, also so nicht mehr geben. Die neuen Dumbum-Bettel haben ja bloß noch 1 Gramm pro Stück, ne? Also 20 Gramm eine Packung, sind auch definitiv auch schon teurer geworden, weil halt alles teurer geworden ist. Die Container und alles und die Herstellung in China, ne? Genau, alles sind einige Packungen, die klatsche ich euch jetzt alle mal auf den, also halt dann mal auf den Tisch oder so. Hier, wer noch mal ein bisschen studieren will, aber das ist leider nie unsere Sprache, ne? Also irgendwie, na, es halt, ist halt so. Ja, das ist nichts. Halt, wie gesagt, hier, das sind halt die Original-Dumpen-Pedel halt mit 70 Gramm, also 1,5 Gramm. Die neuen, wie gesagt, die könnt ihr halt vergessen. So. Eins. Ja gut, ne, ist die zweite jetzt. Jetzt kommt die dritte. Vierte. Fünfte. Sechste. No, das sind zwar hier fünf, aber hier hinten liegt ja auch noch eine. No, ich mach das mal so hier ein bisschen. Oder mal so. Sechste. Ich werde das erstmal rüberschieben und dann zeige ich euch dann nochmal diesen riesengroßen Stapel, weil das sind nämlich einige Packungen. Nur genau, und dann schauen wir mal hier. Habe ich noch hier mal mit drauf. Hier, ich zeige es trotzdem nochmal in die Kamera. Das sind alles die alten, also ich habe keinen neuen Schrott hier. Ne? Also, weil die neuen dummen Brittel mit 1 Gramm, die sind ja sogar ein F3. Also mit 1 Gramm pro Stück. Ne? Also, das ist eine absolute Frechheit. Also. Ne, das ist. Aber was heißt, die gute Zeit bei P1 ist jetzt definitiv auch vorbei. Das wird es so nie wieder geben. Also bin ich jetzt mal der Meinung. No, und dann, ja, ist das also. Halt 70 Gramm, das sind alles definitiv 70 Gramm Packungen. Hier ist mal eine, die kam noch 7 Euro. No. Aber der Preis ist ja noch völlig okay. Also die gaben 7 Euro und die anderen, die waren immer hier, jetzt wie hier, zwischen 4 und 5 Euro. Ne? Also halt mal hier meine 7, aber die habe ich halt trotzdem halt noch geholt, weil die halt noch relativ günstig war für die Grammzahl halt. Ne? So, ist auch nichts groß drauf. Ne? Also ist wie gesagt in Polnisch, Slowakisch und Tschechisch. Czeska. Dort, wo es sich halt auch noch lohnt. Ne? Und jetzt nie wie Polen oder so. Wo man hier keine Ahnung, was weiß ich hier. Eine Packung Bad Order 5 Blue für 50 Euro kauft oder was. Ne? Also, wie derjenige mir mal geschrieben hat in den Kommentaren oder so. Der eine da hier, das hat mir eigentlich schon ein bisschen leid getan. Also. Aber naja, was soll man machen? So, hier ist auch, ich zeige es euch trotzdem nochmal hier, das sind alles 70er, also hier ist keine 50er, keine, also und keine 20 Grammer. So, nochmal eine. Wie gesagt, wurden schnell durchgegangen, ist halt praktisch alles bis das, also alles bis das gleiche. Das sind jetzt noch meine Restbestände, die ich habe, werde ich definitiv auch nicht alle mitnehmen. No, dann nehme ich vielleicht 3, 4 Packen Brit und der Rest bleibt hier. No, und dann passt das schon. So, ja auch noch die guten alten 70er. Ne, also, weil ist schon gut, dass ich die letztes Jahr auf dem Hasse dort drüben mal geholt habe, weil mir hat das, also mir kam das, also ich habe mir halt da damals Tag, ne, mal gucken, wie lange das mit der P1-Zeit noch gut geht, aber das ging ja dann gründlich in die Hose. Und ja, das
ist dann halt so das Resultat, das sieht man ja jetzt da drüben, ne? Alles, was noch im Umlauf ist, vielleicht auch sowas in Polen, weil ich weiß es gar nicht, ob die auch in Polen haben hier, die Tumpen, kann man bestimmt dann, ich denke mal, so um die 20 Euro vielleicht hinblättern hier für so eine Tumpen Drittel. Also fast den Preis absolut nie, also absoluten Tisch hier recht fertig. Also das finde ich dann schon unter aller Sau, weil das ist Abzocke in meinen Augen. Also genau, so. So ist es. Die Rest, also die letzten zwei nochmal hier. So. So sieht's aus, ne? Nur noch das gute Zeug. Mit dem Zeug werde ich sparsam umgehen. Weil das soll noch ein paar Jahre lang reichen. Also werde ich da überwiegend auch mir, wenn jetzt der Verkauf bald losgeht, werde ich mir definitiv auch ein paar Schinken China-Böller holen. Aber das zeige ich euch dann alles noch in meinen Einkaufsvideos aus den Supermärkten, die werden noch folgen. Aber dann schleppe aber erst dann nächstes Jahr, da werde ich die hochladen Anfang nächstes Jahr und dann passt das schon. Also das wird schon ein bisschen was werden. Also so, hier die zwei nochmal. Gut, hatte ich ja vorhin schon mal gezeigt, ne? 70er. So, jetzt gucken wir uns diesen Stapel nochmal an hier. So sieht er aus, beziehungsweise ich mache das jetzt mal so hier. Restbestände und teilweise Zeug habe ich ja auch schon in meiner Unterkunft oben. Ne? So sieht er aus. Das sind schon einige Packungen. Also ja, sehr sparsam damit umgehen, weil irgendwann sind die echt mal eine Menge wert vielleicht, aber ich werde sie trotzdem irgendwann mal nicht rausrücken, die behalte ich selber. Gut, ihr Lieben, dann sehen wir uns beim nächsten Unboxing-Video. Das wird ein spezielles Unboxing das nächste Mal und dann mal gucken, ne? Und ciao.